Der 7-jährige Julius wurde von seinen Mitschülern angegriffen und verletzt, weil er in Mädchenklamotten in die Schule gekommen ist. Die Lehrerin hat sofort seine Mutter alarmiert. Es ist aber alles in Ordnung. Er liegt, er ist schon verarztet. Die Mitschüler haben sich wohl über seine Kleidung lustig gemacht. Wo ist er denn jetzt? Er liegt hier. Okay. Julius, Schatz, wie geht's dir? Alles gut? Oh, Mausi. Was ist da bloß passiert? Das tut mir leid. Mensch, mach mir so Vorwürfe. Ich habe die Eltern schon informiert und es wird auf jeden Fall Konsequenzen geben. Wir dulden das nicht an unserer Schule. Es gibt keine Ausgrenzung, keine Gewalt. Gut, dass Sie sich kümmern. Ich habe mir schon, ich habe mir sowas heute Morgen schon gedacht. Ich mache mir gerade richtig Vorwürfe. Wir haben 1,5 Monate, 2 Monate zieht er jetzt gerne zu Hause schon Sachen an und er wollte halt immer rausgehen. Wir haben es immer vermieden, dass er eben nur zu Hause war und jetzt. Also meine größte Sorge ist wirklich, wenn Julius transsexuell sein sollte, wie die Umwelt mit ihm umgeht. Wir sind im 21. Jahrhundert und wir haben jetzt erlebt, was passiert ist. Ich mache mir wirklich große, große Sorgen, was dann noch alles mit ihm und seiner Umwelt passieren könnte. Das möchte ich ihm einfach nicht zumuten. Entschuldigung, das Telefon geht gerade. Ich muss mal eben rangehen. Ah, das ist Johanna. Johanna? Ja, hallo. Ja, hallo Mama. Ich erreiche dich jetzt auch mal. Was ist mit dir los? Was ist Schlimmes passiert? Was ist passiert, Schatz? Ich habe eine 5 in Englisch. Ich habe doch so viel mit dem Papa gelernt. Ach Mensch, das tut mir so leid. Du siehst richtig fertig aus, Mausi. Alles gut sonst? Ja, das bin ich auch. Ach Mensch. Kannst du kommen? Ich komme so schnell ich kann. Du, ich habe jetzt gerade den Julius hier. Der ist verprügelt worden von ein paar Kindern. Ja, nachher. Ja, immer geht es um diese kleine Prinzessin. Na ja, tschüss. Entschuldigung, das war meine Tochter. Das sind diese Kaktusjahre. Da haben sie einiges zu tun. Kriegen sie, es hat gerade ganz viele Stacheln. Patrick und Dennis, es reicht jetzt. Ich möchte euch hier nicht mehr sehen. Frau Müller, ich weiß, es ist alles ganz schwierig gerade für Sie. Ja, aber vielleicht kann ich Sie damit unterstützen, dass ich Kontakt zu unserem Sozialpädagogen aufnehme. Mit dem arbeiten wir ganz gut zusammen. Sie können sich mit ihm mal zusammensetzen, unterhalten, sich beraten lassen und da gibt es bestimmt einen guten Weg. Ich glaube, das wird uns helfen. Alleine weiß ich da jetzt gerade auch nicht. Ja. Die Lehrerin hat den Vorschlag gemacht, dass wir mit jemandem sprechen können, der sich mit der Thematik auskennt und uns vielleicht zur Hand gehen könnte. Und ich finde diesen Vorschlag wirklich gut, weil wir wirklich an einen Punkt geraten sind, an dem wir einfach hilflos sind und nicht mehr weiter wissen. Gleich am nächsten Tag trifft sich Familienhelfer Johannes Tondera mit Julius' Eltern in der Schule, um der Vorliebe des Zweitklässlers für Mädchenkleidung nachzugehen. Was dabei ans Licht kommt, wird noch für jede Menge Aufregung sorgen. Ja, Sie hatten ja schon einiges am Telefon erzählt, ne, dass, dass es Schwierigkeiten gab mit Ihrem Sohn, ne, wegen Mädchensachen und so. Und genau. Da gab es wohl auch Handgreiflichkeiten, ne? Ja, ich mache mir einfach riesengroße Sorgen. Er sagt immer wieder, er möchte ein Mädchen sein und zieht die Mädchensachen an zu Hause. Sie macht sich unnötig viel Sorgen. Das brauchst du gar nicht. Das ist normal. Das sind Kinder, die prügeln sich, die schlagen sich. Das ist ganz normal. Aber das ist doch keine Phase mehr, was er hat. Also es gibt natürlich, klar, Jugendliche prügeln und schlagen sich auch schon mal. Seltener aber in Mädchensachen, ne? Und wenn man sich da ein bisschen Sorgen macht, das kann ich schon verstehen. Ne? Wie lange läuft das schon so? Es läuft circa 1,5 Monate, 2 Monate. Da hat er im Keller eine Kiste mit ausrangierten Kleidungsstücken seiner Schwester gefunden. Mhm. Hat daran rumexperimentiert, sich die Mädchensachen angezogen und daran scheint er Gefallen gefunden zu haben. Und Nagellack, Glitzer, Lippenstift, also er will wirklich ein Mädchen sein. Also es ist, ich mache mir richtige Vorwürfe. Was ist denn Ihre eigentliche Sorge? Meine eigentliche Sorge ist, dass er jetzt ein Mädchen sein möchte. Also Transsexualität ist das? Ja, wenn es das ist, ja. Also ich denke, meine Meinung ist, es wird hier übertrieben, ja? Maßlos übertrieben. Ich glaube nicht, dass das so ist. Das ist nur eine Phase, die geht vorüber. Heute will er das sein, morgen will er vielleicht ein Astronaut werden oder auf den Mond fliegen. Ja? Das ist normal bei uns in dem Alter. Das glaube ich mit nicht. Mit so einer Überzeugung. Was haben wir hier? Also Sie sagen, dass Sie das Thema Transsexualität schon auf dem Schirm haben, dass Sie sich darüber Gedanken machen. Sie sagen, das ist nur eine Phase, der könnte auch morgen Astronaut werden wollen und übermorgen Feuerwehrmann. Ne? Genau. Und ich finde, das ist beides eine berechtigte Frage, ne? Weil es gibt natürlich Kinder, die haben solche Phasen und jeder hat auch mal zu Karneval Frauenklamotten angezogen und so. Ja. Aber es gibt auch Kinder und die sind auch schon noch klein, die wissen schon ganz genau,
dass das Geschlecht, was ihnen zugeteilt wurde bei der Geburt, nicht das Richtige ist und nicht das, was sie in Wirklichkeit sind. Aber doch nicht in dem Alter, also das glaube ich nicht. Mit 7 Jahren kann man durchaus schon wissen, dass das Geschlecht, was einem zugeteilt wurde bei der Geburt, nicht das Richtige ist. Es gibt eine Umfrage in Europa, 140.000 Betroffene haben da teilgenommen und 80% der Betroffenen haben bestätigt, dass sie auch schon im Kindesalter wussten, dass sie transsexuell sind. Für mich ist es wichtig, erstmal, dass Sie sich sicher sind, dass Sie hinter Ihrem Kind stehen, egal was passiert. Ob es eine Phase ist oder nicht, oder was Langfristiges. Ja, sowieso. Aber ich, wie gesagt, ich denke, es wird hier maßlos übertrieben sehen. Ich zeige Ihnen mal was. Also vor einigen Monaten war das noch so, haben wir zusammen Fußball gespielt, hier ein ganz normal entwickelter Junge. Ja. Aber wir haben halt die Situation, dass er wirklich zu Hause das Mädchen macht. Also er will einfach ein Mädchen sein. Er zieht nur noch Mädchensachen an, sobald er zu Hause ist. Das ist doch nicht normal. Also ich mache mir echt Sorgen, was jetzt mit ihm ist. Aber schau mal. Du, wir haben jetzt gerade ein wichtiges Gespräch. Meinst du nicht, das kannst du auf später verlegen? Das ist Johanna. Das ist unsere Tochter. Okay. Aber ich denke, das ist jetzt gerade einfach. Okay, also ich habe jetzt ein paar Sachen erfahren. Was für mich natürlich wichtig ist, ich möchte mit dem natürlich auch alleine sprechen. Wo kann ich das machen? Gerne. Er ist unten und hat heute seine Theater AG ist da. Ach, unten. Theater AG. Die müsste gleich, glaube ich, zu Ende sein. Vielleicht kann man es da. Wenn er bereit dazu ist und sich nicht verschließt. Dann würde ich da mal gucken und vielleicht warte ich noch so lange, ne, bis sie fertig sind. Und dann spreche ich mal mit ihm selber und dann würde ich wieder mit Ihnen sprechen. Die Mutter hat mir berichtet, dass sie schon über das Thema Transsexualität nachgedacht hat. Der Vater möchte das eher nicht wissen. Er bezeichnet das Ganze als Phase. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass er das, was passiert, auch leugnet. Hallo. Hallo. Du bist doch bestimmt der Julius, ne? Ja. Ich habe nämlich schon von dir gehört. Ich bin der Johannes. Und ich habe mich mit deinen Eltern schon unterhalten und habe schon ganz, ganz viel von dir erfahren. Ne? Und ich wollte mal vorbeikommen, um dich ein bisschen kennenzulernen. Und wie ich das hier so sehe, hast du ja hier ganz tolle Sachen. Ne? Was ist das denn alles? Ja, wir haben ein Theater, so ein Schultheater. Aber dafür sind die ganzen Sachen? Mhm. Das finde ich ja cool. Mag ich auch Theater, ne? Finde ich auch richtig gut, auch was da so drin ist und so, ne? Und du hast ja auch was ganz Tolles an, habe ich gesehen, ne? Ist das auch fürs Theater? Wofür brauchst du das? Ich habe die Hauptrolle von Schneewittchen bekommen. Ja, das finde ich ja cool, da gehört ja was zu, ne? Und dazu gehört dann auch dieses Kleid, ne? Ja. Also, es ist ja, wenn man zu Hause so ein Kleid anzieht, dann ist das ja auch lustig und macht auch Spaß und so, ne? Aber wenn man das in der Schule macht, wenn alle einen sehen, dann ist das ja auch schon ganz schön mutig, ne? Und dann bist du richtig mutig. Bist du eigentlich auch mutig? Ja. Dann zieh doch hoch so ein Kleid an. Hm. Was er mir daraufhin antwortete, war jetzt auch mutig. Und da kam ich aber in die Zwickmühle. Wo ist denn der Fummel? Hm? Da? Dann mache ich das mal. Soll ich das nehmen? Findest du das gut? Wenn du möchtest. Ja gut, dann habe ich mir das jetzt ausgesucht. Und spielst du denn auch mal so mit Jungssachen oder so? Also sagen wir mal mit Autos? Nee, früher habe ich immer Dinos, Fußball und Auto. Nur jetzt spiele ich öfters mit Mädchenklamotten, weil ich lieber ein Mädchen sein möchte. Also guck mal, wie das aussieht. Soll ich noch einen Hut aufsetzen? Ich finde, der passt ganz gut. Komm, wir nehmen den mal. Ne? So, weißt du, was wir jetzt mal machen könnten? Wir könnten jetzt mal zu den Jungs gehen, die dich geärgert haben. Und dann gucken wir mal, ob die mich auch ärgern, wenn ich Mädchensachen anhab. Bist du einverstanden? Ja. Egal, ob man ein Mädchen oder ein Junge sein will, egal, was man macht in der Schule, ob man Frauen- oder Mädchenklamotten oder Jungenskleidung anzieht, ist es niemals eine Rechtfertigung, sich zu schlagen oder geschlagen zu werden. Und deshalb war es mir sehr wichtig, mit den beiden Jungs zu sprechen, die ihn am Tag zuvor geschlagen haben. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir die anderen finden, ne? Hallo. 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 Ja, ich sehe jetzt auch ein bisschen komisch aus, ne? Aber das erkläre ich gleich. Wir wollen mal sehen, ob wir die beiden Jungs finden, ne? Okay. Die beiden sind das? Ja, das war gestern so lustig. Hallo. Ja, da guckt ihr, ne? Was sagt er zu mir? Ich habe jetzt auch ein paar Mädchensachen an. Wollt ihr denn jetzt nicht auch mal lachen und mal vielleicht ein bisschen mich ärgern und hauen? Aha. Nee, ne? Nee. Warum denn nicht? Weil wir vorher erwachsen.
Erwachsene muss man Respekt haben. Vor Erwachsene muss man Respekt haben? Vor wem muss man denn noch Respekt haben? Vielleicht muss man ja vor Kindern auch Respekt haben, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid ja selber auch Kinder und wollt ja auch nett behandelt werden und mit Respekt, oder? Ja. Guck mal, wenn der Julius gerne ein Kleid anziehen möchte und er möchte und hat Spaß daran, ne, und das ist sein Ding, dann ist es Respekt zu zeigen, heißt, dass man ihn das so machen lässt, ne? Ohne dass man ihn ärgert oder haut, ne? Könnt ihr euch das vorstellen für die Zukunft? Nee, das habe ich mir gedacht. Deshalb probieren wir jetzt mal was. Wir haben kurz gesprochen und man merkte so, dass man eher was merkt oder begreift, wenn man auch eine Tätigkeit macht. Und deshalb haben wir ein kleines Rollenspiel gemacht. Wir haben die Rollen getauscht. Jetzt war der Täter mal das Opfer und der Opfer mal der Täter. Und das Ergebnis war ja auch zufriedenstellend. Stell du dich mal dahin, ne? Und du bist jetzt er, ne? Und du beobachtest das Ganze.